So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Webinar Requirements Engineering Anforderungen richtig formulieren und absichern. Wir freuen uns über die zahlreiche Anmeldung zu dem heutigen Webinar. Mein Name ist Verena Groner. Ich bin von der Firma SEPMED und im Bereich des Vertriebs zuständig und möchte Ihnen jetzt einfach ein paar Informationen kurz vorab zum Webinar geben. Aber erstmal ein paar Sätze zu der Firma SEPMED. Wir haben seit über 35 Jahren Erfahrung im industriellen Umfeld gesammelt und das in den Branchen Medizintechnik, im Automotive-Bereich, im Pharmaziebereich, im öffentlichen Dienst, aber auch in der Luftfahrt. Und wir sind unterstützen in der Umsetzung von komplexen und sicherheitskritischen Systemen und Projekten. Und haben daher die Expertise, möchten diese natürlich auch so weitergeben und dies auch im Rahmen von zum Beispiel heute diesem Webinar. Kurz zur Information: Das Webinar wird ca. 25 Minuten dauern. Das wird der Kollege, der Herr Schulz, halten. Das Webinar wird aufgezeichnet und Sie haben auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen zu den Inhalten des Webinars. Auch wenn Sie technische Probleme haben, sehe ich das auch. Also gerne in das Fragenfenster rechts im Bedienpanel einfach die Fragen eingeben und wir gehen dann am Ende auf diese Fragen dann auch ein. Genau. Ja, ansonsten würde ich gerne jetzt das Webinar oder die Moderation an den Herrn Schulz weitergeben. Ja, ein herzlich willkommen auch von meiner Seite heute zum Webinar über Anforderungen richtig formulieren und absichern. Die Agenda für heute sieht wie folgt aus, dass ich zuerst einen kleinen Überblick geben möchte über das Requirements Engineering, dann über die Anforderungsermittlung sprechen möchte, dort über textuelle Formulierung, User Stories und auch Modellen. Und dann kommen wir noch zum Abschnitt der Anforderungen absichern. Dort geht es eben um Abstimmungs- und Änderungsprozesse sowie der Traceability zwischen den Anforderungen und hin zum Test. Zum Abschluss stehe ich gerne noch zu Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Zunächst zum Requirements Engineering im Überblick. Der Begriff Requirements Engineering gliedert sich eigentlich in zwei große Teile. Der erste Teil ist das Requirements Elicitation, das ist die Anforderungsermittlung, das Sammeln der Anforderungen. Da geht es, sage ich mal, darum, die Anforderungen zu fixieren, zu ermitteln, herauszubekommen, wo sie herkommen und eben auch die Qualität der Anforderungen sicherzustellen und die Anforderungen zwischen allen Beteiligten abzustimmen, sodass wir dann zu hochwertigen, qualitativen Anforderungen kommen. Der zweite Teil des Requirements Engineerings beschäftigt sich mit dem Management der Requirements. Das heißt also, wenn ich die Anforderungen erfasst habe, dass diese dann erfasst werden, vielleicht in einem Werkzeug, damit die Verwaltung einfacher ist, die technische Verlinkung zwischen den Anforderungen, Abdeckungsanalysen durchzuführen und eben auch Änderungsmanagement beispielsweise zu organisieren. Und dann schlagen wir noch den kleinen Bogen, das gehört jetzt nicht mehr direkt zum Requirements Engineering, zu der Verifikation von Anforderungen. Ich beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren mit diesem Thema, wie man von Anforderungen zu einer vernünftigen Verifikation kommt und der Testautomatisierung beispielsweise kommt. Und da möchte ich auch noch einen kleinen Bogen hindrehen. Ja, Stakeholder, haben Sie an alle gedacht? Wir haben klassischerweise den Kunden und den Auftragnehmer. Das kann eben eine externe Firma sein, aber eben auch firmenintern. Und die Abstimmung, was eben ein System leisten kann oder ein technisches Gerät, ein Auto, was man eben herstellen möchte, läuft eben über Anforderungen. Und diese Anforderungen bekommen nicht selten auch Vertragscharakter. Das heißt also, es ist wichtig, die Anforderungen vollständig und korrekt zu erfassen, damit sich Kunde und Auftragnehmer eben auch gut verstehen und über dieselbe Sache sprechen. Sowohl der Kunde als auch der Auftragnehmer sind nicht nur einer, sondern eine ganze Reihe von Beteiligten. Wir haben auf der Kundenseite beispielsweise Erstnutzer eines Systems, Vielnutzer. Wir haben Abteilungsleiter, die irgendwelche Auswertungen haben möchten über das System.
Controller, die das analysieren, Trainer, die für die Einführung eines Systems zuständig sind oder eben auch Administratoren, Betreiber in der Rechentechnik, die Anforderungen haben an ein System, was eingeführt werden soll. Und auch auf der Auftragnehmerseite ist es nicht eine Person, Business-Analysten, Produktverantwortliche, Programmierer, Tester, Qualitätssicherer, Redakteure, die Dokumentationen schreiben oder auch Support-Mitarbeiter, die eben dann für die Wartung und Pflege des Systems zuständig sind, sind eben auch Beteiligte. Ja, das Problem, weil man eben viele Beteiligte hat, ist, dass man eben ein gemeinsames Verständnis entwickeln muss. Ein technischer Redakteur, der vielleicht den Background eines Germanisten vielleicht eher hat, hat natürlich ein ganz anderes Verständnis über seine Arbeit und die Dokumentation eines technischen Systems, wie beispielsweise ein Techniker, der in Bits und Bytes denkt. Und damit sich eben alle Leute gleichmäßig verstehen, ist dieses schöne Schaubild, was schon recht alt ist, ich kenne es, glaube ich, auch schon seit 10, 15 Jahren, aber ein schönes Sinnbild dafür, wie man sich verstehen oder auch missverstehen kann. Hier geht es einfach darum, eine Schaukel zu installieren an einem Baum, aber jeder hat eben da eine andere Vorstellung darüber, wie das eben sein muss. Der Marketingmensch preist es in wärmsten Tönen an und der Techniker sucht eine möglichst einfache, billige Lösung. Ja, und da hat eben jeder eine andere Vorstellungsweise, wie das realisiert werden soll. Sowas möchten wir natürlich verhindern. Und damit das eben verhindert werden kann, ist eben ein gutes Requirements Engineering notwendig. Zum einen können wir uns auch um die Anforderungsquellen kümmern, dass alle Stakeholder und alle Anforderungsquellen auch wirklich abgeholt werden können. Es gibt Produktideen, wo Requirements abfallen können. Gesetze und Normen geben manchmal verpflichtende Vorgaben für bestimmte Systeme und Eigenschaften von Systemen. Aus einer Risikoanalyse können Anforderungen ermittelt werden, beispielsweise um Risiken zu minimieren und damit weitere Anforderungen, beispielsweise die doppelte Ausrichtung, die redundante Ausrichtung eines Systems oder ähnliches oder Backup-Funktionalitäten beispielsweise. Kundenwünsche sind natürlich auch Anforderungsquellen oder eben aus Best Practices und andere Erfahrungen, die man gesammelt hat, aus vorherigen Systemen beispielsweise, die man gebaut hat. Anforderungen lassen sich dann auch verfeinern. Man hat dann globale Anforderungen einer Kundenanforderung und diese werden dann beispielsweise verfeinert zu Systemdesigns, wie dann etwas umgesetzt werden kann und auch weiter dann in Softwareanforderungen, Spezifikationen oder Softwaredesigns. Also der Kunde möchte beispielsweise eine Druckfunktion haben, damit er Listen ausdrucken kann, aber dann muss man natürlich schauen, möchte er es konfigurierbar haben, welche Attribute in dieser Liste erscheinen, in welcher Form, in welcher Schriftart, Schriftgröße, Schriftbreite oder Spaltenbreite etc. Und dann fallen ihm dann auch Softwareanforderungen, wie realisiere ich das, wie kann ich das konfigurierbar machen für den Kunden und dort komme ich dann immer in weitere Verfeinerungsstufen hinein. Arten von Anforderungen. Zum einen gibt es natürlich funktionale Anforderungen, also Anforderungen, die beschreiben, was funktional ein System machen soll, beispielsweise die Druckfunktion. Wenn Sie sowas beschreiben, dann denken Sie auch an die Negativszenarien. Also was soll beispielsweise passieren, wenn gar keine Daten vorliegen oder die Berechnung ergibt, dass wir jetzt einen tausendseitigen Ausdruck erhalten werden. Das wäre eben dann beispielsweise das Negativszenarien, wenn die Liste leer ist oder eben überlang ist. Für die zweite Art von Anforderungen wären nicht funktionale Anforderungen, also Eigenschaften, die ein System erfüllen muss. Geben wir uns damit zufrieden, dass unser Ausdruck am nächsten Tag vorliegt, weil der Drucker und die Übertragung und die Zusammenstellung der Daten lange dauert?
oder wollen wir das eben in wenigen Sekunden haben? Also beispielsweise bei Performance, Speicherbedarf, Bedienbarkeit, solche Anforderungen sind eben nicht funktionaler Art. Hier kann ich nur empfehlen, denken Sie genau darüber nach, dass man ein genaues Akzeptanzkriterium festlegt. Also der Druck soll schnell ausgeführt werden. Das hilft nicht großartig weiter, weil schnell relativ ist. Für den Nutzer ist es immer zu lange. Und demjenigen, der das programmiert, ist es ausreichend lange, wenn dann innerhalb von 2 Minuten ein Ausdruck erfolgt. Also geben Sie hier ein konkretes Zeitmaß an, damit eben sowohl der Nutzer als auch der Programmierer ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Außerdem gibt es Rand- und Rahmenbedingungen, Design Constraints, die von außerhalb oder auch von Vorgaben her herrschen, die eben die Entwicklung beeinflussen. Also beispielsweise ein bestimmtes Betriebssystem, wo es laufen soll, oder eine bestimmte Programmiersprache, die erst realisiert werden sollen, oder welche Schnittstellen beispielsweise vorhanden sind, die eingebunden werden müssen. Auch hier kann ich nur raten, auch den Motivationsgrund und den Verpflichtungsgrad festzuhalten. Also ist es beispielsweise verpflichtend, dass man ein bestimmtes XML-Format für den Schnittstellenaustausch vorgibt. Und wenn ja, herrscht es vielleicht daher, weil ein anderes System genau dieses Format schon so definiert hat? Oder möchte man einfach nur ein offenes Format wählen, was aber eben beispielsweise in Attributen oder sowas noch änderbar ist? Also hier sollte man genau wissen, wo es eigentlich herkommt, wer das gefordert hat und welchen Verpflichtungsgrad es hat, damit man nicht Dinge vorgibt, die man eigentlich noch frei wählen kann. Das soll eben auch die Freiheit für die Programmierer bedeuten, dass sie eben auch die Freiheit haben, eine einfache, preiswerte, schnell realisierbare Lösung zu finden und sich nicht an zu vielen formalen und ja vermeintlich verpflichtenden Vorgaben zu halten. Kommen wir dazu, wie ich Anforderungen ermitteln kann, textuelle Formulierungen, User Stories und Modellen. Ich habe gerade schon angedeutet, eine einfache, weit verbreitete und auch universell verwendbare Möglichkeit ist die textuelle Darstellung, einfach in deutscher, englischer Sprache beispielsweise. Hierfür ist natürlich kein Tool notwendig, das kann ich notfalls auch auf den Zettel schreiben, die Anforderung, die ich habe. Aber ich habe natürlich Nachteile, das ist nicht dynamisch, ich habe keine Konsistenzprüfungen und erstmal sind auch keine Abhängigkeiten zwischen Anforderungen sichtbar. Wenn ich das formal beschreiben möchte, kann ich Modelle verwenden. Ich habe eine bestimmte Sprache, in der ich das dann darstellen kann, sei es eben beispielsweise UML oder eben auch Business Process Modeling Language, die genutzt werden kann, oder eben auch Tabellen oder andere Formate, würde ich auch schon als Modelle beziehungsweise als Repräsentation, formale Repräsentation verwenden. Sie ist dynamisch einsetzbar, hat auch eine Konsistenzprüfung, die man mitbekommt aus den Tools heraus. Aber das ist eben auch der Nachteil. Ich brauche eben Tools. Und hier ist es als Vorteil angegeben, sprich die Sprache der Stakeholder. Ja, zu großen Teilen, weil wir uns im technischen Umfeld aufhalten, wird es sicherlich einen Großteil der Sprache der Stakeholder sprechen. Aber es ist nicht immer sichergestellt, dass eben beispielsweise technische Redakteure oder eben auch, ja, wenn es eben in Entscheiderformen geht, formal solche Modelle gut lesen können. Da möchte ich kleine Abstriche machen, aber prinzipiell ist es ein großer Vorteil, dass ich mit Modellen natürlich formale Vorgaben habe, die ich überprüfen kann. Die dritte Form sind User Stories. Hier wird natürlich die Sprache der Stakeholder gesprochen. Hierfür ist auch kein Tool notwendig, um diese User Stories zu verwalten. Ich habe aber auch keine Konsistenzprüfung. Kommen wir zur textuellen Darstellung, was jetzt sowohl bei den textuellen Darstellungen in Deutsch oder in Englisch zutreffend ist, aber auch für User Stories, die auch in textueller Form repräsentiert werden. Die Länge von Anforderungstexten kann ein einzelner Satz sein,
Das habe ich auch schon in Projekten erlebt, dass also die verpflichtende Vorgabe war, wenn der Punkt ist, ist die Anforderung zu Ende und die nächste Anforderung wird dann mit wieder neu beschrieben. Ich habe natürlich hier den Vorteil, dass ich sehr granulare Aufteilung habe und eine genaue Verfolgbarkeit auch zwischen den Anforderungen und auch zum Test hinbekomme. Allerdings sind Kontextinformationen für Fallunterscheidungen oder Ausnahmebedingungen, die nicht Teil dieses Satzes sind, müssen dann in anderen Anforderungen formuliert werden. Und diese Kontextinformationen müssen dann wiederholt werden, was im Falle der Nichtfunktionalität oder in einem anderen Falle passieren soll. Und dieser gesamte Kontext ist dann zu wiederholen, weil ja Anforderungen für sich alleine stehen können. Die besten Erfahrungen aus meiner Sicht habe ich gemacht, dass man sich ungefähr an einer Absatzlänge hält. Man hat weiterhin eine gute Verfolgbarkeit zwischen den Anforderungen und auch zu den Tests. Und der Kontext, den muss ich nicht immer wieder neu beschreiben, er bleibt gewahrt, weil ich dort eben auch die Fallunterscheidung oder eben auch die Ausnahmebedingungen mit unterbringen kann. Mache ich aber die Anforderungen zu lang, über mehrere Absätze oder gar viele Seiten, dann ist es unklar, was die eigentliche Anforderung ist und was eben begleitender und erklärender Text ist. Und diese Unterscheidung kann man dann nicht mehr treffen. Tendenziell würde ich dazu raten, Anforderungen eher kurz zu halten, im Zweifelsfall immer kurz als zu lang. Und vor allen Dingen auch eine klare Trennung zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen herzustellen, da für die Tests dann unterschiedliche Testarten und teilweise auch unterschiedliche Testabteilungen benötigt werden, weil die funktionalen Tests beispielsweise automatisiert werden mit UFT oder anderen Werkzeugen und man hat dafür die Programmierer und die Spezialisten, aber eben Performance-Tests von einer anderen Abteilung durchgeführt werden und mit anderen Werkzeugen und diese ihre Anforderungen, die zu testen sind, eben auch erstmal herausfinden müssen aus dem Wust der anderen Anforderungen. Daher die klare Trennung hilft dabei, später in den Testphasen dies auch klar zu trennen. Qualitätseigenschaften von Anforderungen sollten sein, dass eine Anforderung immer korrekt ist, eindeutig formuliert ist, die Anforderung auch vollständig beschrieben ist, also nicht nur hinschreiben, die Druckfunktion soll innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden, sondern genau beschreiben, die Druckfunktion im Menü sowieso soll den Ausdruck inklusive Ausdruck innerhalb von 10 Sekunden realisieren. Sie sollten konsistent sein untereinander. Eine Anforderung sollte auch bewertet werden, wie wichtig, wie relevant, wie verpflichtend diese ist. Sie sollte prüfbar sein in Form von Tests beispielsweise. Es hilft eben nichts, wenn ich eine Anforderung formuliere, die ich nicht überprüfen kann. Also das System soll ergonomisch sein. Da muss man sich auch überlegen, wie was man unter ergonomisch versteht, beziehungsweise wie das eben dann abgetestet, abgeprüft werden kann. Anforderungen sollten auch modifizierbar sein und verfolgbar. Das heißt also, wo kommt sie her, was ist die Quelle einer Anforderung und wie verfeinert sie sich, beziehungsweise wie wird sie abgetestet. Diese Vorgaben sind nach IEEE 830 gemacht, aber es gibt auch weitere. Teilweise scheinen diese sehr einfach zu sein, aber in der Praxis stellen sie oftmals Schwierigkeiten dar. Eine Anforderung sollte identifizierbar sein, also beispielsweise durch eine Nummer, durch eine Hervorhebung in einer anderen Schriftart, dass ich überhaupt erkenne, was in meinem Anforderungsdokument wirklich die Anforderungen sind und was begleitende und erklärende Texte nebenbei sind. Sie sollte dokumentiert sein, weil im Kopf hilft mir keine Anforderung, wenn man sich unter Anforderungen austauschen muss mit anderen Kollegen. Also sie muss schriftlich fixiert sein. Sie sollte aktuell sein. Ein großer Fehler, den man machen kann, ist, dass man eben sagt, ich habe die Anforderung einmal niedergeschrieben. Und dann reicht das ja aus. Alles andere klärt sich dann verbal oder ähnlich. Und es beziehen sich aber immer wieder dann Leute auf inzwischen veraltete, nicht aktuelle Anforderungen.
Sie sollte überhaupt notwendig sein für das gesamte System, was man entwickeln möchte. Und es sollten auch nur umsetzbare Anforderungen niedergeschrieben werden. Ich kann auch nur empfehlen, dass Qualitätseigenschaften durch einen erfahrenen Requirements Engineer geprüft werden sollten, insbesondere dann, wenn das Unternehmen noch nicht so geübt da drin ist, beziehungsweise auch in der Vergangenheit Probleme damit hatte. Es lohnt sich wirklich, dass eben die Requirements Engineers mit ihrem geübten Blick auf die Anforderungen schauen und Verbesserungsvorschläge machen. Den wesentlichen Kern einer Anforderung muss stets herausgearbeitet werden, damit eben das niedergeschrieben wird und auch nicht mehr, was wirklich realisiert werden soll. Anforderungstexte können eben auch strukturiert werden, beispielsweise mit Satzschablonen. Wer sollte wann was durchführen? Und die Anforderung sollte auch aktiv formuliert werden. Das Wie etwas realisiert werden soll, soll man nicht beschreiben, weil hier wieder die Freiheit für die Umsetzung gegeben werden sollte, weil die Entwickler manchmal oder sogar sehr häufig preiswertere, schneller realisierbare, universellere Lösungen haben, als wenn man eine verpflichtende Vorgabe macht, aus Anforderungssicht schon. Schlüsselwörter können genutzt werden und können auch hervorgehoben werden. Ich habe dort auch schon zwei Projekte erlebt, wo dieses so gemacht wurde und ich muss sagen, ich bin da ein Anhänger von. Muss und darf sind also verpflichtende Vorgaben. Man darf nicht davon abweichen. Dieses muss so realisiert werden. Soll nicht, gibt an, dass das eben ein Vorschlag, eine Vorgabe ist. In begründeten Fällen kann aber davon abgewichen werden bei der Realisierung. Und Anforderungen sind eben optional. Sie können umgesetzt werden, müssen aber nicht. Hierfür braucht man auch keine Begründung angeben oder in Hinterhand haben, warum man etwas anders realisiert hat. Das Gute an diesen Schlüsselwörtern ist, dass wenn man diese in die Anforderung verwendet, stets der Verpflichtungsgrad klar ist. Muss was gemacht werden? Soll was gemacht werden? Oder kann was gemacht werden? Außerdem sollte man sich auf ein Glossar verständigen und auch einen anlegen, sodass man immer gleiche Dinge gleich benennt. Ich hatte in einem Projekt gelernt, was der Unterschied zwischen stoppen, beenden und abbrechen ist. Als, ja, Neuling da drin hat man drei identische Formulierungen gesehen und eine Funktionalität. Aber es waren wirklich drei unterschiedliche Funktionen, die realisiert werden sollten. Ein Glossar fehlte zwar, aber es wurden stets die richtigen Fachtermini an der richtigen Stelle verwendet. Eine Bewegung wird beispielsweise beendet, bis der Motor bis in die Endanlage fährt, bis zum Endanschlag. Er wird unterbrochen, wenn er erst mal kurz stoppt und dann weiterfährt. Und abbrechen heißt, an dieser Stelle, wo sich der Motor befindet, wird er dann unterbrechen oder abbrechen und die Bewegung nicht weiter fortsetzen. Das wäre natürlich gut gewesen für Neulinge in einem Glossar zu kurz zu beschreiben. Ergänzende Informationen zu Anforderungen können eben sein, formale Spezifikationen, eben auch Modelle, Tabellen, Formeln. Akzeptanzkriterien ist wichtig zu beschreiben. Die Motivation, warum kommt eine Anforderung her? Entwurfsentscheidungen, Umsetzungsideen, Beispiele oder auch noch weitere Attribute, Status, Priorität, zu welchem Release etwas umgesetzt werden. Es ist aber stets wichtig, wenn Sie ergänzende Informationen zu Anforderungen aufnehmen, dass stets klar ist, was ist wirklich verpflichtend für meine Anforderung, was gehört dazu verpflichtend und was nicht, was ist eben erklärender Text. Und Zusatzinformationen sollte man auch wirklich nur hinzufügen, wenn es nötig ist. Beispielsweise eben Umsetzungsideen oder sowas. Manchmal ist es ganz gut, dass man für einzelne Anforderungen eine Idee bekommt, wie so etwas aussehen soll oder wie sich der Anforderungssteller etwas vorstellt. Aber es muss nicht stets für jede Anforderung dann hinzugefügt werden.
User Stories werden in der agilen Softwareentwicklung genutzt. Die Satzschablone als bestimmte Rolle möchte ich eine bestimmte Funktionalität, einen Wunsch umsetzt wissen, um zu einem gewissen Nutzen zu kommen. So eine User Story ist immer kurz und anwenderorientiert. Denken Sie gerade daran, ich habe gesagt, eine Anforderung sollte etwa einen Absatz betragen. Dieses gewährleistet es. Wer macht wann was ist dort damit realisiert? Und auch der Nutzen, warum etwas umgesetzt werden soll, ist stets vorhanden durch diese Satzschablone und gibt auch mal gleich die Motivation oder Quelle an. Auf Modelle möchte ich nur ganz kurz eingehen. UML, die Business Process Modeling Notification, sind bei zwei weit verbreitete Teile aus der Informatik. Aber ich möchte den Modellbegriff auch ein bisschen weiterführen bzw. weiterfassen. Schaltpläne, Tabellen, 3D-Modelle, Bauzeichnungen, prototypische Entwicklungen oder auch Signalverläufe beispielsweise sind auch Arten von Modellen oder formalen Beschreibungen, die stets den Vorteil haben, dass sie eben genau beschrieben sind, was damit gemeint ist und eben auch eine gewisse durch diese Formalisierung eben dann auch Prüfungen einfach ermöglicht. Also beispielsweise ist in einer Tabelle jedes Feld ausgefüllt. Man sollte daher für die Formulierung von Anforderungen nicht nur die reine textuelle Form wenden, sondern eben auch, gerade wenn es eben dann etwas komplexer wird, eben dann auch auf Modelle zugreifen. Stets adäquate Repräsentationen verwenden, aber nicht zu viele unterschiedliche. Sie sollten also dann bei einem Beschreibungsmedium oder bei wenigen unterschiedlichen bleiben. Kommen wir zum Schluss noch kurz zur Anforderungsabsicherung. Anforderungen sollten eben von vornherein abgestimmt werden zwischen den Stakeholdern. Die Qualitätseigenschaften sollten geprüft werden und auch Reviews mit den Beteiligten durchgeführt werden. Es müssen nicht immer alle Stakeholder beteiligt werden, aber alle relevanten Stakeholder für diese Anforderungen, für diese Eigenschaften sollten eben dann an einem Tisch sitzen oder eben ein anderes Review-Form durchführen, damit man genau eine Sichtweise auf die Anforderung erhält. Genau, alle relevanten Stakeholder beteiligen und die gemeinsame Sicht und das Verständnis gewinnen. Anforderungen leben auch. Es ist praktisch unmöglich, bereits zu Projektstart alle Anforderungen perfekt, vollständig zu beschreiben und fehlerfrei. Und auch im Laufe einer Entwicklung ergeben sich neue Aspekte, vielleicht kleine Anforderungslücken. Man entdeckt vielleicht auch im Rahmen der Umsetzung oder des Tests Widersprüche im System, die eben geklärt werden müssen. Etablieren Sie deshalb ein schlankes Änderungsmanagement und leben Sie dieses auch. Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie eine alte Anforderungsbasis haben, wo immer wieder alte Anforderungen aufgegriffen werden und bestenfalls vielleicht in Kommentarfeldern vermerkt ist, dass man irgendetwas anders realisiert hat. Man braucht eben eine zentrale Datenbasis, wo alle sich darauf stützen können, Kunde, Entwickler, Tester, alle Projektbeteiligten. Anforderungen können eben auch verfolgt werden, hier am Beispiel eines V-Modells in der Entwicklung, aber es gilt auch für alle anderen Entwicklungsprozesse, sei es agil oder ähnliche Entwicklungsprozesse. Zum einen auf der linken Seite kennen Sie das schon, die Verfeinerung von Anforderungen. Unten auf der Spitze des Vs habe ich die Implementierung und auf der rechten Seite habe ich die verschiedenen Testphasen. Ich habe zum einen ein Tracing zwischen den Anforderungen, aber eben auch ein Tracing zu den Tests, damit eben Anforderungen, die überprüft werden können, auch gesichert werden, dass sie so umgesetzt wurden, wie man es geplant hatte. Man spricht hier von einem vertikalen bzw. horizontalen Tracing. Beim vertikalen Tracing
habe ich die Verfeinerungsstufe und jede Anforderung muss nach unten hin verfeinert werden. Wenn nicht, habe ich eben irgendwo eine Anforderung, die in meinem Entwicklungsprozess stecken geblieben ist, in meinem Anforderungsentwicklungsprozess stecken geblieben ist und ich erhalte eine Umsetzungslücke. Anforderungen nach oben müssen eben eine Quelle haben, weil sonst hat sich irgendjemand was ausgedacht, was genau gar nicht gebraucht wurde oder was gar nicht gefordert ist und ich habe unnütze Features umgesetzt, sogenanntes Goldplating. Horizontalen Tracing zum Test hin. Jede Anforderung sollte mindestens einen Testfall referenzieren. Wenn ich keinen Test habe, habe ich eine Nachweislücke. Anforderungen und Teststufen sollten auch zueinander korrespondieren. Das ist nicht so einfach, dass man dort innerhalb des V-Modells die richtigen Stufen findet. Das heißt also dieselbe horizontale Ebene hat, dass Anforderungsspezifikationen inhaltlich zu entsprechenden Teststufen passen. Ich habe dort auch ein gewaltiges Durcheinander in einigen Projekten gesehen, dass es kreuz und quer ging, inzwischen in diesen Teststufen, weil eben Anforderungen viel zu granular beschrieben worden sind in viel zu frühen Phasen oder eben auch zu spät beschrieben wurde. Man kommt dort im Rahmen des Tests dann zu gewaltigen Problemen, weil Anforderungen in diesen Teststufen dann plötzlich nicht mehr prüfbar sind. Hier sollte man dann das Stufenkonzept für die Entwicklung überprüfen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon eine knappe halbe Stunde rum. Wir haben, glaube ich, vieles gehört über das Requirements Engineering, wie Anforderungen formuliert werden können. Ich habe versucht, Best Practice-Ansätze aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis weiterzugeben. Es sind aber natürlich die Themen nicht ausreichend und umfangreich beschrieben. Wir haben viele Dinge außen vor gelassen. Werkzeugeinsatz beispielsweise ist ein großes Thema, was gerade außen vor war. Die Einbindung in den gesamten Entwicklungsprozess und noch weitere Dinge. Weitere Informationen dazu, auch die ich so ein bisschen ausgelassen habe. Wir haben auch ein Webinar medizinische Softwareentwicklung, Requirements Engineering und Management aufgesetzt. Das ist ungefähr vor einem halben Jahr gelaufen, aber ich glaube, es wird nochmal laufen. Da könnten Sie sich auch an die Frau, ja, ehemals Michaelis, jetzt habe ich den neuen Namen vergessen, Kuster, glaube ich, hat gerade geheiratet, wenden, wenn Sie dort Informationen haben möchten. Ich kann Ihnen auch die Schulung Certified Professional for Requirements Engineering ans Herz legen. Das sind ungefähr eine dreitägige Schulung, wo diese ganzen Punkte ausgiebig besprochen werden und auch in Übungen durchgegangen werden und auch nochmal einen guten zusammenfassenden Überblick erhält, auch wenn man schon im Requirements Engineering ein paar Tage unterwegs ist. Außerdem können Sie natürlich auch gerne auf unsere Dienstleistungen zurückgreifen von der Firma ZEPMED, auf die Qualitätssicherung oder eben auch den Werkzeugeinsatz bzw. die Installation von Werkzeugen oder Checks, die wir durchführen, ob Ihr Entwicklungsprozess und Ihre Werkzeuge zueinander passen. Da können wir Ihnen auch gerne weiterhelfen. Ja, dann ist jetzt Raum für Ihre Fragen. Ich bin gespannt, ob Sie welche haben. Ich sehe dort schon einige. So. Einen herzlichen Glückwunsch. Die Hochzeit habe ich gesehen. Dankeschön, ja, genau. Krona ist der Name. Dankeschön, aber. Entschuldigung. Das ist gar kein Thema. So. Genau. Hallo, ich würde gerne wissen, wie in der agilen Entwicklung mit User Stories konsistent geprüft und veraltete Anforderungen erkannt werden können. Also auch in der agilen Entwicklung können Sie natürlich anhand der User Stories die Qualitätseigenschaften, die ich gerade genannt habe, aus der 3IEEE 830 und auch die weiteren Anforderungen nachprüfen, ob diese vollständig beschrieben ist in dieser User Story, ob diese konsistent ist, etc.
Und diese Qualitätseigenschaften gelten eben für User Stories genauso wie eben für textuelle Anforderungen. Ich glaube, das ist der erste Teil der Frage, die man damit beantworten kann. Die Konsistenz prüfen ist natürlich da auch noch eine Möglichkeit, in Modellen wichtige Teile zu modellieren. Und auch die Modelle geben dann eben auch schon Hinweise auf fehlende Elemente, auf unterspezifizierte Teile etc., dass man eben dort auch Konsistenzprüfungen, manchmal eben auch nur technischer Art, realisieren kann. Veraltete Anforderungen erkennen. Also wenn man im Entwicklungsprozess drinsteckt und kommt man eben, wird man meistens durch andere Leute darauf an, stolpert eigentlich auf Inkonsistenzen, also beispielsweise Entwickler oder Tester oder eben auch ein technischer Redakteur in späteren Wartungsphasen, kommt eben darauf, dass Anforderungen nicht mehr aktuell sind oder so nicht konsistent zueinander sind. Dann gilt es natürlich, diese Dinge zu korrigieren und auch notfalls eben auch, wenn man dann schon in der Wartung drin ist, in Wartungsphasen, dass man eben auch die Möglichkeit hat, Anforderungen zu korrigieren. Aber natürlich durch Reviews der Beteiligten sollte das eben schon in der Anforderungsermittlungsphase und in der Abstimmung der Anforderungen nach Möglichkeit erkannt werden. Also Reviews ist hier das Schlagwort und ja, vor allen Dingen auch diese Änderungsprozesse durchführen und auch auf die Pflege der Anforderungen in der Anforderungsbasis, in Anforderungsdokumenten achten. So, welche Tools empfehlen Sie bei komplexeren Anforderungen im Bereich der Elektronikentwicklung? Ich denke, das ist, ich habe viele Elektronikentwicklung mitgemacht Anfang der 2000er bis 2010 ungefähr. Da haben wir für einen Großkunden gearbeitet und man hat die Qualität von Anforderungsspezifikationen sehr gut beobachten können. Angefangen von textuellen Anforderungen, die eben, wo die Anforderung gar nicht erkennbar war, über textuellen, wo sie hervorgehoben waren, wo sie identifizierbar waren, hin zu auch mal mehr zu formalen Methoden, über Signalverläufe etc. Also zum einen würde ich eben empfehlen, diese Dinge auch weiter zu formalisieren, gerade auch in der Elektronikentwicklung. Tools, es kommt ein bisschen darauf an, was Sie eben alles realisieren wollen in den Werkzeugen. Also große Tools sind eben von HP Quality Center. DOORS wird in vielen Bereichen, gerade in der Automobilindustrie, nach wie vor immer noch angewendet, muss man sagen. Das ist ein sehr altes, recht textorientiertes Werkzeug. Man muss dort eben wirklich genau schauen, welche Anforderungen Sie an so ein Werkzeug haben, als auch welche anderen Tools Sie beispielsweise schon im Einsatz haben und wo Ihr Schwerpunkt liegt. Also das kann man leider so auf die Ferne nicht allgemein beantworten, aber gerne können wir uns danach nochmal zusammen telefonieren und ja, nochmal nachhaken. Welche Tools zum Generieren und Managen von Anforderungen kennen Sie bzw. könnten Sie empfehlen? Also zwei große hatte ich gerade genannt gehabt, HP Quality Center, was eben dann auch den Vorteil hat, dass man ein Gesamtwerkzeug hat, was nicht nur die Anforderungen verwaltet, sondern eben auch den gesamten Entwicklungsprozess, als eben auch DOORS, was eben ein reines Requirements Engineering Tool wäre. So, können Sie bitte Beispiele für User Stories geben? Also die Satzschablone habe ich gerade schon genannt gehabt, beziehungsweise ist ja auch in Folien zu finden. Diese User Stories sollten eben immer aus der Sicht des Beauftragenden, des Kunden gestellt sein und beinhalten dann beispielsweise: Ich als Kunde möchte meine Mitarbeiterliste mit Gehaltsangaben auszudrucken, um diese an die Lohnbuchhaltung weiterzugeben, beispielsweise.
Und dann müsste natürlich noch im Detail beschrieben werden, was sind die Akzeptanzkriterien dafür, beispielsweise welche Attribute sollten eben dort erkennbar sein. Name, Vorname, Familienstatus und Gehalt. Und plötzlich merkt man, oh, ich habe sogar einen Familienstatus mit drin. Und da merkt man schon wieder, dass es vielleicht in der Anforderung noch nicht genau genug geschrieben war, beziehungsweise im Akzeptanzkriterium dann eben erst auftaucht so ein Attribut. So, wie kann man ein Requirement beispielsweise formulieren, sodass man die Performance am Ende der Entwicklung testen kann? Also beispielsweise, wenn ich jetzt an dieser Lohnliste bleibe, eine zweite Anforderung kann eben dabei sein oder ein zweites Akzeptanzkriterium zu dieser User Story könnte sein. Die Liste muss innerhalb von einer Minute ausdruckbar sein oder generierbar sein, wenn es sich um Daten bis 1000 Elemente handelt, beispielsweise. Man kann Performance-Angaben auch so formulieren, dass man sagt, es soll durchschnittlich eine Minute dauern, maximal aber 2 Minuten beispielsweise für so einen Datensatz. Weil es kann natürlich immer mal vorkommen, dass Serverlast, Netzwerklast, irgendetwas dazu führt, dass eine Funktion etwas langsamer ausgeführt wird wie in einer anderen Phase. Und dementsprechend kann man eben dann beispielsweise auch mit durchschnittlichen Werten oder mit Maximalwerten dann arbeiten. In Modellen wachsen die Möglichkeiten von Zustandsübergängen, Abhängigkeit von Modellgröße häufig sehr stark an. Wie können Tests von Modellen effizient durchgeführt werden? Jeden Zustandsübergang bzw. jeden möglichen Durchlauf zu testen erscheint häufig vom Aufwand her als nicht machbar. Es ist natürlich sehr aufwendig, wenn ich jeden Zustandsübergang innerhalb eines Modells, den ich eben habe, prüfen möchte. Hier gibt es aber eben auch kritische Pfade, die eben dann beispielsweise notwendig sind, dass man eben sagt, okay, das ist der Hauptpfad, den möchte ich auf jeden Fall immer geprüft haben und für meine Ausnahmesituation nehme ich beispielsweise nur einzelne heraus. Es gibt aber auch Werkzeuge und zufälligerweise, aber es ist kein ZEPMIT-Mitarbeiter, wie ich hier sehe, hat ZEPMIT auch eins im Angebot, dass wir eben ein modellbasiertes Testen anbieten. Das heißt, man fügt zum Modell ausführbare, im Idealfall eben ausführbare Codefragmente hinzu, die dann zusammengepackt werden zu einem gesamten Testskript, und dann in ein Testautomatisierungswerkzeug importiert werden können, sodass man wirklich die Möglichkeit hat, eine komplette Pfadanalyse oder eben eine Pfadanalyse entsprechend den Wünschen des Kunden oder entsprechend von Wichtigkeiten, Prioritäten etc., die man auch noch alle annotieren kann, komplett durchzuführen. Also auch da kann ich Ihnen im Nachgang nochmal weitere Informationen geben. Eine neue Frage ist noch reingekommen. Hat der Begriff Echtzeit, Echtzeitfähigkeit oder in Echtzeit in Anforderungsformulierungen etwas zu suchen? Ich denke nicht. Was meinen Sie? Ich denke, dass das eine wichtige Randbedingung ist, ob etwas in Echtzeit durchgeführt werden soll oder nicht. Wenn ich beispielsweise an eine Bremse im Automobil denke, hoffe ich sehr stark, dass sie echtzeitfähig ist, beziehungsweise dass das gesamte System echtzeitfähig ist und nicht mal 2 Sekunden später bremst. Dann kann es nämlich zu spät sein. Als, wie gesagt, als Randbedingung ans Gesamtsystem sehe ich das. Allerdings in einer Anforderung selbst sehe ich es eher nicht. So, ich glaube, dann sind wir jetzt mit den inhaltlichen Fragen durch. Gerne können Sie mich oder meine Kollegin, ehemals Pierre-Elis, nochmal nachfragen und kontaktieren und wir können auch nochmal detailliert auf Fragen eingehen. Ich bedanke mich dann erstmal von meiner Seite fürs Zuhören. Mit der Diskussion ist es ein klein bisschen länger geworden und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag und eine schöne Sommerzeit.